irgendwie scheint sich die Welt auch momentan so ein bisschen, nicht die Welt, nein, das ist eher die westliche Welt, die östliche ändert sich ja also eher langsam mehr. Nee, die östliche kann man auch nicht sagen. Das ist, glaube ich, zu verallgemeinert. Also auf jeden Fall, einiges an der Welt ändert sich momentan. So rum ist das, glaube ich, so rum stimmt das. So. Oder hoffentlich auch mit der Auffassung der Leute, das wäre auch schön. Mit dem Verständnis der Leute, mit der Toleranz der Leute und so weiter. Ich hoffe, dass wir da auf einen guten Weg gibt. Natürlich gibt es noch Intoleranz, aber man hat das Gefühl, es wird doch weniger. So, und da oben mache ich dann nämlich doch wieder das hier. Tag, Herr Bär, kann man hier nicht hoch? Kann man nicht, na gut. Dann sorge ich mal dafür. So, und hier mache ich dann nämlich wieder das Vernagelte. Pass auf. Oh. Entschuldigung. Mist, wie soll ich das jetzt da drauf kriegen? Ich habe doch keinen mehr davon. So, das hier meine ich mit dem Vernagelten. Das mache ich dann da wieder drauf. So als Trenner quasi. Es muss ja nicht immer das teure Holz sein. Das teure Importholz. So, und da haben wir auch keine mehr. Dann passt das besser zum Boden unten. Es sieht irgendwie cool aus. So, warte, das bringt... Ach, hier kam man hoch. Ach so, habe ich ja ganz vergessen. Verzeihung. So, warte. Da ist der eine, da ist der eine. So rum. Und dann haue ich das mal da drauf. Haben wir das wieder fertig. Das sieht eigentlich ganz geil aus hier im Räumchen. Aua, hier im Räumchen, ne? Dieses Dunkle mit dem Weiß, das kann man eigentlich echt machen. Gut, jetzt haben wir hier das normale Holz. Aber das soll ja nicht der Schaden sein. Das ist ja die Wand vom Nachbarraum. Kann man aber eigentlich auch so lassen. Ist gar nicht so mega hässlich jetzt. Das Bett kommt natürlich noch weg. Und auch die Kistenanordnung und so, das wird alles noch anders. Hier zum Beispiel kann man irgendwie was zum Sitzen reinmachen oder sonst irgendwas. Da können wir uns auch noch was überlegen. Wir haben ja Treppen, aber dazu braucht man wieder Fichtenholz, Fichtenholz, Fichtenholz. Und da müssen wir natürlich noch ein bisschen graben ohne Ende, ein bisschen anschaffen ohne Ende. Anschaffen? Also weißt du schon. Ich gehe mal ganz kurz in den Fichtenwald rüber. Au. Und ich muss auch sehr bald mal Nahrung anbauen. Ich kann natürlich hier das Fleisch immer mitnehmen, was die fallen lassen. Da ist unsere Bude. Muss ich da rüber? War das jetzt eine Maus oder eine Ratte? Man weiß es nicht genau. So, Fleisch kriegen wir auf jeden Fall dadurch, dass die Bären hier am Schlachten sind ohne Ende. Können wir hin und wieder mal ein bisschen Fleisch aufsammeln, das ist ganz gut. Denn sonst werden wir bald eines bösen Hungers sterben. Und es sieht so aus, als wären wir hier im anderen Chunk und deswegen ist ja noch nichts gewachsen. Und die Schneeleoparden, ich hoffe, die eröffnen nicht die Jagd auf uns. So, die Axt hält noch ein bisschen. Hallo Eisbär. Oh, 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 die greifen an, die greifen an, die greifen an, die greifen an. Zwei Eisbären auf einmal, ich weiß nicht, ob ich das packe mit dem Eisenschwert. Einen kriege ich hin. Schneeleopard, hallo. Der tut mir nichts, das ist sehr gut. Manchmal greifen die auch hinterrücks an. Nein, es wird dunkel, scheiße. So. Kannst du aufstehen, wie du willst? Ich mach dich trotzdem platt, Junge. Okay, wir gehen doch mal lieber zurück, weil mit dem Eisenschwert fühle ich mich des Nachts nicht wohl. Warum nur? Ich weiß es nicht. Außerdem sieht man immer nur so wenig. Vor allem jetzt, wo gerade die Sonne ein bisschen auf dem Monitor scheint, da sehe ich irgendwie fast ja nichts. Da war ein Huhn gerade. Ansonsten sehe ich gerade sehr viel Dunkelheit. Dunkelheit. So. Hinfort, hinfort. So, da ist unser schönes Häuschen. Es macht sich eigentlich ganz gut. Macht sich wahrscheinlich besser, wenn es fertig ist. Da hinten muss ich noch
weitermachen. Ich muss mal gucken, wie ich dann den Rest so designe. Jetzt erstmal schlafen gehen. Ein Dach über dem Kopf wäre natürlich schön, aber wie gesagt, da brauchen wir erstmal wieder Fichtenkrams. Dazu muss ich jetzt wieder dahin laufen. Aber es ist wesentlich besser, wenn wir jetzt nicht die ganze Zeit durch irgendwelche Zombies oder Wölfe oder sonst was gestört werden. Ich hoffe, die Werwölfe sind wenigstens aus, wenn der Rest es schon nicht ist. Lalalalalala. So, Experienz einsammeln, natürlich geht immer. Und weiter geht es. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Die nehmen wir mal mit, ist ja geschenkt hier quasi. Und dich nehmen wir auch mal mit. So, in den Wald. Oh, Fleisch nehmen wir natürlich wieder mit. Dankeschön. Haben wir einfach dem Insekten sein Fleisch geklaut. Der Ameise. Ich glaube, das ist eine Ameise. Ich bin mir gar nicht so sicher. So, und wir gehen in den Fichtenwald. Heute bleibt die Zichte kalt. Wir gehen in den Fichtenwald. Da oben die geile Höhle. Da müssen wir auch noch rein. Huch, ein bisschen was steht ja noch auf der To-Do-Liste, auf dem Speiseplan sozusagen. Es gibt noch einiges zu erkunden und die Gegend hier ist einfach so geil, dass wir zwischen Wüste und Schneebiom, wir lagern jetzt eigentlich perfekt. Muss man einfach mal dazu sagen. Na, sieh mal an, hier gibt es auch Rosen. So, was schmeiße ich jetzt weg? Die Samen behalte ich einfach mal, die werden wir vielleicht noch brauchen. Soll ich eine schwarze Wolle wegschmeißen? Oh, warte mal, ich muss mich erstmal hier vom Rechner strecken. Oh, alter Schwede, ich bin immer noch gerädert ohne Ende. Waren ja auch, es waren gerade sehr aufregende Zeiten, sagen wir mal so. Alleine schon LPT XXL, die Bühne, das war... Das war wirklich das allerkrasseste... Ja, muss man einfach sagen, das war das krasseste Erlebnis meines Lebens. Ich glaube, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe schon auf einigen Bühnen gestanden, muss man sagen, musiktechnisch und so weiter. Da habe ich auch schon einiges mitgenommen, aber sowas... Und vor allen Dingen, alle haben mitgemacht. Bis in die letzte Reihe haben alle mitgemacht. Zum Beispiel die Megafusion und so weiter. Wir waren uns unsicher, wie kommt das an? Werden da Leute mitmachen? Naja, vielleicht die ersten Reihen werden da mitmachen. Die hinteren werden dann wahrscheinlich wieder rumstehen. Erfahrungsgemäß von Konzerten stehen die hinteren Reihen ja meistens eher ein wenig herum und lassen die anderen machen. Aber tatsächlich hat die ganze Halle mitgemacht. Über 4000 Leute sogar, weil teilweise gab es auch, teilweise wurden Leute reingelassen ohne Ticket, habe ich im Nachhinein gehört. Wusste man vorher nicht, aber das waren einfach zu viele. Es waren einfach zu viele. Es gab auch ein paar Beschwerden, wo dann gesagt wurde, ja, und es war zu eng, zu heiß, zu stickig und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, das ist bei allen Veranstaltungen dieser Größe so. Und wenn man weiß, man steht 4 Stunden rum, dann nimmt man sich natürlich auch was zu trinken mit Seid mir nicht böse. Aber da muss man sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Wir machen das, sollte es ein nächstes Mal geben, wir haben natürlich daraus gelernt, sollte es ein nächstes Mal geben, wird auch umsonst Wasser verteilt und so weiter. Stühle bei der Veranstaltung, also ganz ehrlich, da gehst du lieber in die Oper oder ins Theater. Aber bei so einer Veranstaltung Stühle hinzustellen, das wird nicht passieren. Das darf gar nicht passieren. Was ist das denn für eine Aussage, Alter? Du gehst ja auch nicht zu Rammstein ins Konzert und stellst Stühle hin. Wobei ich uns jetzt nicht zwingend mit Rammstein vergleichen will, auf gar keinen Fall. Aber ganz ehrlich, bei so einem Event, da sitzt man nicht, da muss man stehen. Wir setzen uns ja auch nicht auf der Bühne hin. Oh, ist ja süß. Oh, Schneefüchschen. Schau mal vor, wir hätten uns da vorne immer hingesetzt. Was wäre das denn gewesen? Also es gab natürlich auch ein paar Low-Punkte. Wie gesagt, wir haben auch gelernt, sowas wie zum Beispiel Mario Kart. Das war jetzt doch ein bisschen eher beschaulich, sage ich mal. Und wir haben uns auch viele andere Sachen aufgeschrieben, wie zum Beispiel hinten der Screen, dieser LED-Screen hinten, der war zwar sehr cool, aber war nicht der Weisheit letzter Schluss, der war zu klein. Oh, haben wir schon 64? Cool. Der war einerseits zu klein, die Pfeile schmeißen wir weg, und andererseits hat man den auch nicht gut genug von hinten gesehen, der war auch zu grob pixelig in den vorderen Reihen, also da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen, wir lernen, ja, das war das allererste Mal und ganz ehrlich, dafür war es schon super. Und am Anfang, als die Leute durchgebrochen sind, alter Schwede, ich hatte doch ein bisschen Schiss hatte ich dann doch, als die Leute durchgebrochen sind am Anfang, da wurden
musste durchgelassen werden. Ich weiß nicht genau, die Security, das war die Gamescom Security, die hat durchgelassen. Und dann hieß es, ja, oben sei es zu eng und zu heiß und zu stickig. Aber ganz ehrlich, man sieht es deutlich auf den Fotos, die Halle, die Auffanghalle unten, wo es dann noch nach oben ging, die war halb leer und die Hallen waren extra nur halb leer, damit es eben nicht zu voll wird. Aber alle haben sich natürlich nach vorne gedrängt. Da muss man sich da auch mal ein bisschen, wenn einem zu heiß und zu stickig ist, muss man sich ein bisschen rausnehmen. Man kommt auch raus aus sowas, wenn man sich da ein bisschen Weg bahnt. Und dann hat man auch den Platz, den man braucht. Aber wenn man zwingend... Du bist ja süß! Hier, bevor du größer wirst. Alter, die sind fieser, wenn sie klein sind. Weil man die dann schwerer trifft und weil sie dann flinker sind. So. Ja, ja, das war ein süßes Ding, aber ganz ehrlich... Bevor es uns angreift, greifen wir lieber an. So, kommen wir da noch... Nein, kommen wir nicht. So, da muss man auch mal... Also man muss auch ein bisschen gegensteuern bei sowas, dass man auch mal die andere Seite sieht. Und natürlich war am Anfang... Da wurde dann Panikmache gemacht. Menschen sterben hier! Der Himmel bricht über uns zusammen! Nein, es sind nur zwei Leute, sind tatsächlich kollabiert. Die sind dann zusammengebrochen, aber die Ambulanz war dann auch sofort da. Wir haben das inzwischen mal eruieren lassen, sozusagen. Wir haben das mal nachverfolgen lassen. Nicht die ambulante Hilfe war sofort da und die Leute, die zusammengebrochen sind, wurden dann auch direkt reingelassen, sodass sie ganz vorne stehen konnten, damit sie dann auch ein bisschen was von der ganzen Sache haben, weißt du? Damit die dann nicht oben unten rumdrängen müsste, also das wurde schon elegant gelöst, die wurden dann auch versorgt, auch mit Wasser und Pipapo, also alles nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Oder umgekehrt? Nee, ich weiß nicht genau, wie der Spruch heißt. So, auf jeden Fall mache ich hier mal ganz kurz, muss ich mal nachdingensen. Jetzt aber mal ganz kurz von den unangenehmen Sachen weg zu den angenehmen Sachen. Es war ein unfassbares Event und alle, die da waren, ich kann mich nur immer wieder bedanken. Ich weiß, es werden nicht alle hier sein, die das Minecraft-Let's Play gucken und vielleicht ist das hier auch ein bisschen fehl am Platze. Aber nee, ist es nicht, weil das ist ja so mein Quatsch, mein Rumquatsch-Let's Play ja auch gleichzeitig. Nicht nur das Bau, sondern auch das Rumquatsch-Let's Play. Also kann ich ja ruhig ein bisschen darüber erzählen. Und das war, Alter, was das für ein Eindruck war, alleine schon. Also wenn man natürlich rauskam, erstmal die Front... Diese Geräuschefront, die einem da entgegengeschlagen ist, das war schon unglaublich. Also ich hatte einfach gar keine Worte dafür, das war mehr, als ich mir das jemals ausmalen konnte. So, warte, ich pflanze hier noch ein bisschen nebenbei. War auf jeden Fall mehr, als ich mir hätte ausmalen wollen. Wir haben ja den Vortrag davor schon die ganze Zeit geprobt, wir wussten ja, wie die Bühne aussieht, wir wussten, wie die Halle aussieht, wir wussten, wie viele Menschen da reinkommen, aber wie viel diese Menschen bewegen können, diese 4000, wie viel Lärm die machen können, wie die mitmachen können und so weiter und so fort, das war einfach, das war wirklich einfach nur überwältigend, ich möchte es immer wieder sagen. Und auch wenn ich schon am Anfang geflasht war davon, was ist denn das für ein Gangbang, machen die ja mit Zunge oder was? Was machen die da? Ich habe sowas noch nie gesehen. In meinem ganzen Minecraft-Dasein habe ich sowas noch nie gesehen. Was machen die da? Hey, ich stelle mich mal in die Mitte. Oh, oh, das kitzelt. Oh, nicht da unten. Oh, ich bin einsam in Minecraft. Ich habe ja leider keine Begleitung. Oh, okay. Ich habe keine Ahnung, was die da machen. Die lassen sich auch nicht schubsen, ne? Nee, doch, jetzt... Hä? Aber gehen sofort wieder zusammen. Schubsi! Also die hören gar nicht auf. Was ist das? Habe ich noch nie gesehen. Naja gut, dann macht ihr mal. Ich bin sicher, nachher werden hier ein paar mehr Hundis rumlaufen. So, wir haben noch... Ich pflanze nochmal weiter. Damit wir noch mehr Bäume haben. Damit wir noch ein bisschen was zu fällen haben. Oh, da gehe ich lieber nicht hin. Ich traue diesen Schneeleoparden nicht, denn ich möchte nicht gegen sie kämpfen müssen. So, das war's. An Samen, das Ding da oben hole ich mir auch noch. Das sieht so einladend aus. Das müssen wir einfach fällen. Jetzt müssen wir mal gucken, in welche Richtung unser Haus lag. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ein Eisbär, der greift natürlich wieder an. Ach, der kann nicht, der hängt da unten fest. Stirb, eisiger Wicht. So, der ist weg und dann gucke ich mal ganz kurz. Laut der Karte, ich müsste eigentlich in diese Richtung gehen, um unser Häuschen zu erreichen. Also laut Karte in Richtung Westen. Vorbei an den
Ist ja nur... Ach was.